Wer kennt sie nicht, die Angst vorm Zahnarzt? Dagegen hilft nur gründlich Zähneputzen und wie man das ordentlich macht, lernten die Kinder der Pestalozzi-Schule am Dienstag beim Tag der Zahngesundheit. Dr. Thorsten Müller, Kinder- und Jugendzahnarzt in Dessau-Roßlau, und seine Kollegin Marlies Portius erklärten den Schülern der 5a zuerst, wie es richtig gemacht wird. Anhand eines Modellgebisses konnten sie sich die beste Zahnputztechnik genau anschauen. Also hier Kauflächen bei der Backzähne und dann oben, dann aufspucken, dann kreisen und dann da und dann vorne. Danach wurde es ernst. Jeder bekam eine spezielle Farblösung auf die Zähne und im Karies-Tunnel sollte die Klasse nun sehen, an welchen Stellen ordentlich geputzt werden musste. Denn das Schwarzlicht im Tunnel ließ diese gelb leuchten. Anschließend ging es in den Waschraum, um gemeinsam Zähne zu putzen, und zurück, um im Karies-Tunnel noch einmal zu kontrollieren, ob auch wirklich alle Stellen getroffen wurden. Das Ergebnis ließ sich sehen und die Kinder der 5a waren sichtlich stolz auf sich. Aktionstage wie der Tag der Zahngesundheit helfen vor allem ältere Schüler für das Thema zu sensibilisieren. Also die Zahngesundheit hat sich bei den 6- bis 7-Jährigen nur leicht verbessert. Das ist aber ein Trend, der nicht nur in Dessau-Roßlau zu beobachten ist, sondern in ganz Deutschland. Und wir haben aber große Fortschritte erzielt bei den älteren Kindern, bei den insbesondere 11- bis 12-Jährigen. Da haben wir also einen deutlichen Rückgang der Karies beobachten können, auch hier in Dessau-Roßlau. Gleichzeitig haben die Schüler Spaß am Aktionstag, zumindest die meisten. In dieser Altersgruppe, Klasse 5 zum Beispiel, ist das Thema schon interessant, auch wenn die Schüler, wie gesagt, sich manchmal schwer tun, über solche persönlichen Dinge wie Körperpflege zu reden. Die Klasse 5a konnte sich letztlich mit sauberen Zähnen verabschieden und freut sich schon auf den nächsten Gang durch den Karies-Tunnel.